Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dante's Inferno. So, und wir sind immer noch an dieser blöden Stelle, die ich jetzt schon 3-4 Mal verkackt habe im letzten Teil, aber... Okay, jetzt sollten wir es hoffentlich schaffen. Wow, 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 wow. Naja. Ein bisschen habe ich mich dann doch angesenkt. Au. Ah, okay, jetzt haben wir es wenigstens bis hierhin schon mal geschafft. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Schwung. Okay, wenn wir, glaube ich, nach ganz unten gehen, können wir hier dem Feuer ausweichen. Allerdings wird dann... Ich scheiß jetzt drauf, ob ich Energie verliere. Was soll's. Hauptsache einfach durch. Okay, und nach unten. Sicherer Boden, yeah. Gut, dann hätten wir's doch. Wow, und die Leichen hier bewegen sich noch. Also sind's eigentlich keine Leichen, sondern... Ach, ich weiß auch nicht. Okay, oh, es wird zunehmend dunkler. Das gefällt mir nicht. Vielleicht hilft ja unser heiliger Lichtstrahl. Ja, anscheinend nicht wirklich. Naja. Solange ich noch wenigstens etwas sehen kann, ist es in Ordnung. So, und weiter nach oben. Okay, wir haben hier ein paar Brunnen und ich bin gerade von dem Geräusch verwirrt, das ich da höre. Okay. Oh Gott, da oben, das sieht wieder nach Rätsel aus. Ich hoffe mal, dass ich falsch liege. Und unser Kollege steht auch schon wieder da. Der ist immer schneller als wir. Vater? Nimm es alles. Wie soll ich meine Familie ernähren? Das ist nicht mein Problem. Ich muss meine Freunde bewirten. Okay, ich verstehe. Ah, jetzt habe ich auch mal den Zusammenhänge. Das stimmt, er hat es ja auch in der letzten Zwischensequenz gesagt. Der Typ mit dem Dings im Auge, mit dem Kreuz, ist Dantes Vater. Und er ist ein ziemlich habgieriger Mann und er gibt anscheinend nichts auf seinen Sohn, weil er hat ja gesagt, ja, mein Sohn wird sowieso nicht zurückkehren und wollte deswegen Dantes Frau haben. Naja, das hat nicht ganz geklappt. Für der Habgier Sünde, diese Seelen müssen leiden, waren sie doch blind im Geiste, maßlos gar in des Lebens rein. Und in der Pfaffenseel, ganz leise, zog die Gier immer größere Kreise. Ja, was auch immer du mir damit sagen willst. Okay, jetzt gibt's auch noch so schöne Jump'n'Run-Einlagen, was für mich ja wirklich toll ist, weil ich ja Jump'n'Runs liebe ohne Ende. Nicht. Okay, und dann dürfen wir auch noch... Was ist das für ein Zeug? Okay, da sind Leichen drin. Menschen, Seelen, was auch immer. So, okay, dann schnell hier rüber. So schwer sollte das ja hoffentlich nicht sein. Sage ich jetzt noch. Wahrscheinlich werde ich gleich fluchen, wie sonst was. Nee. Alles im Machbaren noch. So, hallo. Und sein Vater war dieses dicke Vieh, was hier eben in der Zwischensequenz zu sehen war, oder wie? Ja, dass er in die Hölle kommt, war ja keine Frage. Nur, dass wir ihn auch hier treffen. Unglaublich. Ein Weg. Schön. Kein Weg. Unschön. Jetzt kommen hier die bösen Türsteher und füllen das untere Ding mit Lava, Säure, was auch immer das sein soll. Und demnach werde ich dann wahrscheinlich verbrennen, sollte ich nicht schnell genug kämpfen. Ich habe das schon erkannt. Und bam, ja, die Attacke gefällt mir echt gut. Das ist dieser Vierfach-Dreieck-Dingsbums, den man aber auch mit Viereck kombinieren kann. Dämonentöter. Gut, jetzt sind sie tot, was soll ich tun? Was? Ah, nein, nicht diese Feuerdämonen. Ach ja, die kann man ja mit dem heiligen Lichtstrahl relativ einfach kaputt machen. So, sind hier noch mehr von euch? Ja. Ich drücke immer zu viel auf die Taste. Ich glaube, einmal reicht sogar bei denen. Ah, okay. Die Rettung. Zack. Dreh dich. Es wird langsam heiß hier. Geschafft. Okay, und eine weitere Speicherstatue, die ich mal wieder ignorieren werde.
So, und ein paar Seelen und Zahnräder. Okay, müssen wir... Ich schätze mal, wir müssen nach links, oder? Aber verbirgt sich hier oben noch was, zufällig? Ja, da verbirgt sich jemand, der Erlös oder was auch immer werden will. Gut, jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Nein! Ach, ich war schon fast... Oh Gott, ich hasse Sprungeinlagen. Das ist der Grund, warum ich Jump'n'Runs hasse. Ah ja, okay. Geschafft. Und jetzt? Naja, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Ah ja, okay, mit so einem Krüppelsprung. Eine vestalische Jungfrau, gesegnet und rein. Okay, Tarpeia. In der blinden Hoffnung auf Gold öffnet diese vestalische Jungfrau den Sabinern die Tore Roms. Okay, also war sie sehr egoistisch. Und das ist nicht nett, deswegen stirb. Sei verdammt zu Sünder. Nur wegen der Hoffnung auf ein bisschen Geld verrät sie ihr Volk. Das ist schlecht. Das dürfen wir nicht durchgehen lassen. Okay. Gut, dann geht's weiter. Kabam, okay, ich bin voll. Oh, und wir dürfen mal wieder eine Tür aufreißen. Komm schon. So, danke. Wow. Okay, siamesische Zwillinge oder was? Naja, ihr solltet auch keine Herausforderung sein, hoffe ich mal. Und nach dem zu urteilen, wie ihr durch die Luft fliegt, ja, habt ihr auch nichts drauf. Okay, ihr wart also nur eine neue Gegnerart, die mir vorgestellt werden sollte. Aber halt nichts Besonderes. So. Das hier sind aber die Viecher, die am öftesten auftauchen. Oder auch die billigsten. Muss so sagen. Und kabam! Okay, und da kommt wieder so ein siamesischer Zwilling. Kann man die eigentlich auch packen? Ja, kann man, aber er kann sie nicht erlösen. Wahrscheinlich sind sie entweder noch zu stark oder es geht einfach nicht. Wir werden es sehen. Leute, lass mich bitte auch mal was machen. Danke. Okay. Und Attacke! Bam! Dieser kurze Zoom und der Slow-Mo-Effekt ist cool. Oh Gott, und die können so eine Wirbelsturm-Attacke. Das kann ich mir sogar als sehr nervig vorstellen. Aber mal abwarten, wie lange er ihn noch macht. Okay. Jetzt steht er da. Zack, komm her. Und weg. Okay, man kann sie also nicht immer packen, sondern nur, wenn sie gerade Lust drauf haben. Und kabam! So, schön. So, du hast mich gerade gehauen, dafür kriegst du die Erlösung. Ja, hört sich an wie eine Belohnung, aber... Naja. Du aber auch. Okay, gut. Ich habe Angst. Der Schalter ist da und da oben hängen Stacheln. Was für eine gemeine, bescheidene Sache denkt sich das Spiel jetzt wieder aus. Ich will eigentlich gar nicht dran ziehen, aber ich muss. Was zum... Okay, gut. Ich muss anscheinend aufpassen, dass ich davon nicht erwischt werde. Oder so, ich weiß es nicht. Ich ziehe einfach mal so schnell es geht an den verschiedenen Hebeln. Okay. Muss ich jetzt warten, bis das eine Ding runterkommt? Oder... nee. Wie komme ich da hoch? Vor allen Dingen schließen sich da gerade die Tore. Oder muss ich das dann wieder ziehen? Und, hä? Ich verstehe... Was? Nur weil ich die Stacheln berührt habe, sterbe ich. Das macht Sinn. Ist natürlich logisch. Hätte ich nicht anders programmiert, muss ich sagen. Ja, okay, die Teile fahren da runter, aber was macht das dann? Was bringt mir das? Die schürfen sozusagen immer die Leute hier von den Wänden. So, und dann ziehe ich den und dann geht es da oben auf. Aber ich komme ja nicht da hoch. Oder? Hier ist ja nichts, wie ich irgendwie hochkommen kann.
Ich verstehe es gerade nicht. Was, wenn ich jetzt aufmache? Nee. Ich verstehe es leider gerade nicht, was die hier von mir wollen. Ich kann es gerade momentan nicht durchschauen, leider. Also die Dinger fahren sich da runter, aber was machen die denn dann? Die schälen nur diese Typen von der Wand. Aber man kann sich auch nicht irgendwie an denen festhalten oder sonst was, dass die einen hochziehen. Und damit öffne ich ja nur das Tor da oben, aber das bringt mir ja nichts, weil ich da nicht hochkomme. Okay, da oben ist auch noch was drauf, hab ich gerade gesehen, aber da komme ich ja auch nicht hoch. Ich bin leider jetzt momentan gerade ziemlich ratlos, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will. Man kann sich ja hier nicht irgendwie festhalten oder so. Ist diese Apparatur einfach völlig sinnlos irgendwie? Kann das sein? Ich weiß echt nicht, wie ich da hochkommen soll. Kann ich mich auch nicht festhalten. Kann ich mich denn überhaupt irgendwo festhalten? Macht das überhaupt Sinn? Die Teile sind nur die... Ah, wartet mal. Ich glaube, da konnte man drauf stehen. Aber das heißt, dann müsste ich ganz schnell, beziehungsweise verdammt schnell, nein, ja, das war wieder mal Kacke, weil ich zu früh gesprungen bin. Aber ich glaube, ich hab's jetzt. Nur was ziehe ich dann zuerst? Warte, erstmal den von dieser Halbdings senken, dass der nicht mehr auf so halbe Achse hängt. Mal kurz das hier so machen. Ja, ich müsste ja dann theoretisch den hier zuerst ziehen und dann den anderen, oder? Damit das so vom Timing hinhaut. So, jetzt nehme ich ganz schnell hier hin. Dann hier drauf. Okay, warte, ich gehe erstmal nach hier, weil hier war noch was. Nämlich so ein komisches Vieh. Oh. So, das erlöst wird. Zack. Okay, Reliquie, Dämonenschwinge. Dann gucken wir doch mal, was die Dämonenschwinge kann. Wo haben wir es denn? Da. Der Schaden von Dantes Luftangriffen wird erhöht. Ja, bei jedem erfolgreichen. Ja, ich wechsle einfach einmal durch. So, und dann nehme ich mal als der hier, damit die mal steigen. Die. So. Okay, Moment, dann gucke ich aber erstmal, bevor ich den Hebel da wieder ziehe, ob auf der anderen Seite auch eventuell etwas versteckt ist. Das hat aber echt lange gedauert, bis ich das mal hier rausbekommen habe. Okay, ich kann da gar nicht hinspringen, aber sieht auch so aus, als wäre da... Oh Gott! Wäre da nichts, wollte ich gerade sagen. Ah, stimmt, da waren ja Stacheln. Da war ja was. Och nee, Mann. Ich mag den Raum schon jetzt nicht mehr, ey. Jetzt muss ich auch da wieder hoch und den wieder erlösen und... Oh. Nee, ich mag's nicht mehr. So, ja, zum achten Mal hole ich mir jetzt diese komische Münze. So, dann schnell da hoch. Hallo, ich war doch oben, was willst du? Ey, das Spiel versucht mich hier gerade zu verarschen. Okay, ich mache aber erstmal hier einen Cut, weil ich habe nicht mehr so viel Zeit und ich hoffe, im nächsten Mal schaffen wir die Kacke denn jetzt mal hier. Weil das gefällt mir nämlich nicht wirklich. So, deswegen würde ich sagen, das war's jetzt mal für Dantes Inferno und wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Also bis dann. Ciao.